So, wir gehen rein in die nächste Etappe. Lennart Kemner in der Gruppe. Wir machen den ganz kurzen Überblick. Wir haben Jan Hirt mit dabei, der ja ein super Giro d'Italia gefahren ist. Natürlich Lennart Kemner, Lutsenko, Miguel Angel Lopez, also zweimal Astana, Tim Wellens, Jesus Herrada für Cofidis und zweimal noch Education First mit Rigoberto Urán und Esteban Chavez, der uns sicherlich ein bisschen Probleme machen wird im Kampf um das Bergtrikot. Momentan ist er dort, glaube ich, Zweiter oder Dritter, also direkt hinter Alexander Vlasov. So, es sind noch 2,7 Kilometer bis oben hin. Die Gruppe hier ist immer kleiner geworden. Wir haben das blaue Gel bei Lennart Kemner schon genommen. Also das wird auf jeden Fall nicht mehr besser werden. Jetzt sind es nur noch 7 Fahrer hier vorne. Jan Hirt lässt sich da jetzt gerade ein bisschen zurückfallen. Astana immer noch zu zweit. Da müssen wir kurz die Lücke zufahren. Hinter uns müsste noch ein Kollege sein. Yo, Education First. Rigoberto Urán, der allerdings da jetzt auch. Oder Esteban Chavez, sehr gut. Der da jetzt reißen lassen muss. Für uns natürlich optimal. Da oben sehen wir den letzten Kilometer. Nochmal eine kleine Tempoverschärfung. Der Galibier 19 Kilometer, 5,7% im Schnitt. Hat es natürlich auch in sich gehabt. So, wir schauen mal, dass wir ganz kurz an die Spitze fahren. Tempo vielleicht nochmal ein bisschen drosseln. Jetzt würde ich mich gerne dranhängen, geht aber gerade nicht an Miguel Angel Lopez, der da jetzt die Attacke auch mitgeht. Das wird allerdings wahrscheinlich das Letzte sein, was wir heute tun. Da ist jetzt leider Miguel Angel Lopez ausgerechnet erst durch. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die beiden Astana-Fahrer die stärksten sind. Aber das wird jetzt gleich an den roten Balken gehen, deswegen müssen wir aufpassen. Und da holen wir leider nicht so viele Punkte, wie wir es gerne machen würden. Also 10 Punkte für Lenny. Das ist nicht so viel, wie gesagt, wie wir es gerne gemacht hätten. Boah, da müssen wir aber ordentlich reinbremsen. Holy moly. Die Bremsen sind auf... Hoffen wir mal, wir haben bessere Bremsen als Wilco Keldermann. Eieieiei. Beim Giro d'Italia. Da gab es ja ein paar Probleme. Es geht aber auch hier steil runter. Mann, Mann, Mann. So, wir gehen wieder rein. Das Tempo vorne war leider zu schnell für Lennart Kemner. Er konnte dort nicht mithalten, ist dann jetzt hier auch schon wieder durchgereicht worden. Vorne Miguel Angel Lopez, Chavez Hirt, Lutsenko, Wellens und Jesus Herrada noch vorne. Und hier am Ohr-Kategorieberg werden die sich wahrscheinlich nochmal die Punkte holen. Man sieht schon, heute Alexander Vlasov mit der durchschnittlichen Tagesform nicht ganz so gut am Start. Der Col de la Croix de Fer. 28,8 Kilometer, 5,3% im Schnitt, aber jetzt kommt quasi der Ohr-Kategorie-Teil. Und Konrad nervt da ein bisschen. So, also ein Helfer vorne dran schnallen, ich weiß gar nicht, ob das so viel bringt. Eigentlich fährt er einem häufig nur im Weg rum und nervt ein bisschen. So, wir haben Tadej Pogacar, wir haben Jon Izagirre für Cofidis. Wir haben Wout van Aert, ein bisschen stämmiger, wie man sieht. Finde ich aber gut, dass es da wenigstens ein paar Unterschiede gibt bei den Fahrern. So, Ben O'Connor drückt uns da ein bisschen zurück. Wir haben Simon Yates außen. Romain Bardet, der die Tour de France ja nicht fahren wird. Also wahrscheinlich, er ist ja wegen gesundheitlichen Problemen beim Giro über Nacht ausgestiegen, was sehr schade war, weil er sicherlich ums Podium mindestens hätte mitkämpfen können, vielleicht sogar mehr. So, also das blaue Gel werden wir uns sparen können für den Schlussanstieg. Aber, das große Aber an der ganzen Geschichte, der blaue Balken wird schon gar nicht mehr so extrem voll, weil wir so müde sind. Das könnte echt ein Problem werden für Alpe d'Huez, aber ich denke mal, der Konkurrenz wird es nicht so groß anders gehen. Regenerationswerte bei Alexander Vlasov würde ich jetzt mal nicht ganz so gut einschätzen wie bei anderen dreiwöchigen Rundfahrern. Vlasov ist das bislang in seiner Karriere ja schuldig geblieben, zu zeigen, dass er mit den Allerbesten über 3 Wochen mithalten kann. Durchaus schon Top-10-Ergebnisse, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber noch nicht das ganz, ganz große Resultat. So, Jonas Vingegaard. Die zweite Karte für Jumbo-Visma sicherlich. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er bei den wichtigen Etappen bis auf die letzten Kilometer an der Seite von Roglic bleiben kann und dass Jumbo da auch Wert drauf legt, dass er an der Seite bleibt. Da oben sehen wir die Ausreißergruppe. Zu 5 sind sie jetzt nur noch. Ach nee, guck mal, Jesus Herrada hat sich vorne raus abgesetzt.
Sepp Kuss. Etappensieger letztes Jahr. George Bennett. Ehemals Jumbo, jetzt Team Emirates. Also das könnte auch ein bisschen für Zündstoff sorgen, aber wahrscheinlich einfach nicht. Im Radsport ist das ja auch nicht so wie beim Fußball, so wie Robert Lewandowski jetzt gerade seinen Abschied von den Bayern versucht zu forcieren und so tut, als wären die Bayern der undankbarste Verein der Welt. Finde ich schon ein bisschen sehr erbärmlich, aber nun gut, Robert Lewandowski war ich nun, also sportlich war ich schon immer ein großer Fan von ihm, krass guter Spieler, aber so von seinen Charakterstärken oder generell von den Eigenschaften, da war ich noch nie so überzeugt. So, also wenn wir hier ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, ich fahre mal ganz kurz die Lücke ein bisschen zu. Nicht, dass wir da hier abgehängt werden, wäre jetzt nicht schlimm gewesen, weil es eh Helfer waren, die hätten dann eh gewartet auf Roglic und Pogacar. So, die Fans am Rand, finde ich, sieht sehr nice aus, bringt auch immer so ein bisschen dieses Tour de France Feeling rüber, vor allem besser als beim Pro Cycling Manager. Da hat sich ja auch seit Jahren nichts geändert und wird sich auch dieses Jahr im 22er ja nichts ändern am Gameplay an sich. Was aber nicht schlimm ist. Wie gesagt, es wäre schön, wenn es mal neue Sachen gäbe. Aber dann wäre es wahrscheinlich auch mit dem Modding und so weiter ein bisschen schwieriger. So, ja, danke schön. Erstmal schön weggeblockt. Immer noch 1,7 Kilometer bis oben hin. Der blaue Balken sieht gut aus. Sind 14 Fahrer hier noch in der Gruppe. Tempo wird gerade ein bisschen höher. Drehen uns mal um. Da sehen wir die nächsten Fahrer, die hinten platt rausfallen. Dylan van Baarle hier noch mit dabei. Wahnsinn. Der Sieger von Paris-Roubaix hängt hier noch mit in der Gruppe. Ganz, ganz stark. Bleiben mal im Windschatten von Sepp Kuss. Der fährt eigentlich gerade ein sehr gemäßigtes Tempo, wobei so spare ich mir tatsächlich noch mehr Energie, als wenn ich mich hinten dran hänge. Hinten dran hängen also keine besonders gute Option. So, also da geht erstmal wenig. Richtung Bergpunkte würde ich aber gerne gleich nochmal was machen. Sind auch nur noch 400 Meter da vorne, sehen wir es auch schon. Ich glaube, den Lottofahrer kriegen wir da vorne jetzt nicht mehr. Oder? Kriegen wir den noch, wenn wir innen reinhauen? Ja, nicht ganz wahrscheinlich. Tim Wellens holt sich dann noch ein paar Punkte mehr. Macht aber nichts. Also, rein geht's in die Abfahrt. Wir versuchen, so viel Energie wie möglich zu regenerieren und dann geht's rein nach Alpe d'Huez. So, let's go. Alpe d'Huez, der legendäre Berg, steht an. Wir sind natürlich hier in der Spitzengruppe, haben regeneriert in der Abfahrt. Auch selbst gesteuert und jetzt geht's hier mal rein in den Berg. Mal schauen, können wir da noch ein bisschen regenerieren. Ja, Dylan van Baarle immer noch mit dabei, bockstark. Der muss auf jeden Fall den grünsten Pfeil, seit es grüne Pfeile gibt, haben. So, die können wir da vorne wegfahren lassen. Sind eh alles nur Helfer. Ineos mit der Kapitänsfrage hier auch ganz klar geklärt. Carapaz ist Kapitän. Bei der Tour de France wird auch Carapaz nicht dabei sein. So, wir bleiben mal hier. So ein bisschen windgeschützt. In der Reihe hinter uns Roglic, der Mann, der heute sich das gelbe Trikot sichern möchte. Vorne die Gruppe mit Jesus Herrada, Miguel Angel Lopez und Lutsenko immer noch vorne weg. Mit 46 Sekunden wird allerdings jetzt, glaube ich, nicht für den Tagessieg reichen. Schön ist, die vier nebeneinander fahren. Das ist natürlich optimal. So spart man Kräfte. Keiner hat Windschatten. Keiner gönnt dem anderen irgendwas. So, wie gesagt, die vorne können wir wegfahren lassen. Die müssen eh immer warten, wenn Roglic und Pogacar hinten dran sind. So. Es sind noch 12,3 Kilometer. Die legendären Kehren geht es jetzt nach oben. Roglic drückt uns da ein bisschen weg. Dafür drücken wir Pogacar ein bisschen weg. Nehmen mal blaues Gel. Heben uns noch ein bisschen was auf und nehmen das so nach und nach. Tempo ist sehr, sehr gleichmäßig hier den Berg hoch. Hinten David Gaudu. Carapaz, also wir haben die Favoriten jetzt direkt vor uns. Auch Pogacar kommt da jetzt nach vorne. Wir erhöhen mal ein kleines bisschen das Tempo. Ansonsten ist der Tempomat hier drin. Die Spitzengruppe ist gleich eingeholt. Es sind nur noch 15 Sekunden. So, jetzt geht es allerdings ganz kurz ein bisschen schneller. So, Tempoverschärfung.
Wie gesagt, wir bleiben hier im Pulk, versuchen die Energie zu sparen und hoffen mal, dass wir da jetzt von niemandem weggedrückt werden. So, Jonas Vingegaard. Da jetzt Probleme, beziehungsweise lässt sich ein bisschen zurückfallen. So, wir nehmen nochmal ein bisschen blaues Gel, jetzt hat sich's wieder beruhigt. So, sind immer noch 10 Kilometer bis oben hin, also das wird heute ein richtiger Abnutzungskampf werden. Das werden sehr, sehr große Zeitabstände. Da kann man Gift drauf nehmen. So, Roglic und Pogacar direkt hinter uns. Roglic geht jetzt in den Jumbo-Zug. Vorne Ineos auch noch mit zwei Helfern. Da sind wir natürlich jetzt ganz alleine, was aber nicht schlimm ist. So, jetzt verlieren wir gerade ein bisschen am Boden. Ein kleines bisschen nach vorne verbessern. Ich hoffe mal, wir kriegen jetzt hier keinen Ruckler mit. So, Pogacar, Roglic, blaues Gel haben wir genommen. Also die anderen Fahrer scheinen heute auf jeden Fall besser drauf zu sein als wir. Das sieht man schon. Boah, keine Ahnung, was Dylan van Baarle da gemacht hat. Entweder hat er einen Platten oder er ist einfach sinnloserweise an die Seite rangefahren und konnte sich dann nicht mehr bewegen. So, wir schauen mal. 14 Fahrer sind hier noch in dieser Gruppe. Das ist tatsächlich relativ viel und wir sind jetzt schon in einem Bereich, wo man sagt, puh, das könnte ein bisschen zu viel für uns sein alles. Natürlich versuchen wir trotzdem in dieser Gruppe zu bleiben, weil hier sparen wir natürlich windgeschützt auch ein bisschen Energie. Vorne jetzt nochmal eine Tempoverschärfung. Da sind jetzt einige nochmal hinten rausgeflattert. Aber es wird sehr, sehr... Also heute wird kein guter Tag werden für Alexander Vlasov. Vorne kommt jetzt die Attacke von Roglic. Okay. Wir bleiben hier sitzen und schauen, was die Kollegen hier so machen. Aber wir müssen jetzt auch den Tempomat langsam reinhauen. Das geht einfach nicht. Roglic scheint der Stärkste zu sein. An unserem Hinterrad Marc Soler. Also der dritte Platz wird das Maximum sein, was wir diese Tour de France holen können. Pogacar hat heute keinen guten Tag. Innenfahren bedeutet natürlich auch ein bisschen die steilere Strecke fahren. Aber vorne die Gruppe, die mussten wir jetzt einfach ziehen lassen. Es sind noch 6 Kilometer bis oben hin. Da konnten wir nicht mitgehen. Dieses unstete Tempo, da wären wir drauf gegangen. So, jetzt hat Pogacar vorne angegriffen. Der versucht jetzt Roglic zu holen. Wir haben schon 1 Minute 12 Rückstand. Aber mit konstantem Tempo können wir da vielleicht ein bisschen was oben raus nochmal gut machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Konkurrenz so, so viel besser ist. Es sind immer noch 6 Kilometer. Vorne haben wir wahrscheinlich David Gaudu, Marc Soler, der natürlich nichts machen wird. Warum sollte er uns helfen? Vorne sehen wir Jonas Vingegaard. Unser Rückstand 1,40 schon auf Roglic, der 700 Meter Vorsprung hat auf uns. Krasser Scheiß. Wir stellen es mal ein kleines bisschen schneller. Geht wahrscheinlich doch noch. So, David Gaudu fährt da einen sehr, sehr lockeren Stiefel nach oben. 2 Minuten jetzt. Also Roglic heute bombt er sich zum Tour de France-Titel. Wir müssen natürlich auch aufpassen. Yates, wer ist dabei? Pogacar noch mit dabei, das wäre noch interessant. Carapaz, der jetzt gerade gedroppt wird. Also Carapaz eigentlich einer unserer Konkurrenten ums Podium. Pogacar im gelben Trikot. So, wir müssen unseren Energiehaushalt wieder ein klein wenig anschauen. Vorsprung 2 Minuten 18 wird immer, immer größer. Aber auf Carapaz können wir vielleicht jetzt ein bisschen was gut machen, weil dem sollten jetzt eigentlich die Beine geplatzt sein. David Gaudu haben wir aufgefahren. Ja, fast 2 Minuten auf Carapaz, der weniger Zeit verliert als wir. 2,5 Minuten. Aber heute waren wir mit Vlasov einfach nicht mehr drin. Wir sind einfach geplatzt in Alpe d'Huez. Wir waren am Anfang der Tour de France echt stark, aber bei den sehr, sehr steilen Bergankünften sind wir nicht gut genug. So, Frank Kramer übernimmt Traineramt auf Schalke. Ich krieg's kotzen. Aber wusste man ja schon. So, Pogacar und Roglic sind wieder zusammen. Das gelbe Trikot. So, Vingegaard, komm, verpiss dich. Ach, du blödes Arschloch. Fährt mir einfach in die Parade. Das hat auch nochmal ein bisschen Zeit gekostet. Schön, dass es Gruppe Vingegaard heißt und nicht Gruppe Vlasov. Gaudu und Soler haben wir da jetzt gedroppt.
Wir müssen aber auch noch mal ein bisschen runtergehen, weil wir sonst gleich in den roten Bereich gehen. Eieieiei, 3 Minuten haben wir Rückstand. Carapaz 2 Minuten, da halten wir den Rückstand immerhin. Aber heute Roglic und Pogacar völlig overpowered. Wahnsinn. So, Vorsprung steigt weiter an. Über 2 Minuten jetzt auch auf Carapaz. Es geht jetzt auch an den roten Balken. Immer noch 2,2 Kilometer. Vorne sehen wir Adam Yates. Der ist eigentlich ziemlich egal. So, den nächsten, den wir gedroppt haben, Jonas Vingegaard. Aber das ist alles nicht wichtig. 2,5 Minuten Rückstand auf Carapaz, das ist zu viel. Jetzt müssen wir das rote Gel nehmen. Roglic, Pogacar kamen zusammen rein. Also das ist eine super spannende Tour de France. Wenn die in der Realität nur halb so spannend wird, dann können wir uns da auf einiges gefasst machen. So, müssen nochmal Tempo rausnehmen. Es wird alles nicht gut. Wir sehen auch schon, wie sich Vlasov aufrichtet. 2,5 Minuten nach wie vor der Rückstand auf Carapaz wird bis oben hin wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr werden. So, endlich sind wir Flamme Rouge, letzter Kilometer. Letzter Kilom. Kennt man ja, die Abkürzung Kilom. Eieieiei. So, nochmal ein bisschen schneller, weil es oben flacher wird. Ja, nicht zu schnell. Jetzt stürzen wir noch in der Kurve. So, kein Einbruch. Jetzt nochmal halbwegs ein bisschen durch und dann haben wir hier den Einbruch. Eieiei, vernichtende Niederlage für uns in Alpe d'Huez. War zu erwarten, wenn man ganz ehrlich ist, war das wirklich zu erwarten. Team hatten wir auch kein besonders gutes mit dabei. Sergio Higuita war schnell weg. Kemner, dank Ausreißergruppe, war der natürlich auch schnell weg. Der hat da nicht viel holen können. Bin mal gespannt, wie die Bergwertung aussieht. In der Gesamtwertung bleibt es hoffentlich beim dritten Platz. Ansonsten haben wir jetzt einen neuen Gegner, Richard Carapaz, ums Podium in Paris. Ich denke mal, den Dreikampf, den wir zu Beginn ausgerufen haben, den kann man jetzt definitiv in die Tonne kloppen. So, Sam Bennett und Rodimeus sind noch am Start. Ich trinke mal ganz kurz aus meiner tollen Tasse. Der gute Kaffee. So, dauert echt ewig. Rodimeus rödelt da jetzt nach oben. Hoffen wir mal, dass er überhaupt im Zeitlimit geblieben ist. Florian Vermeersch war da auch noch. So, das sehen wir nochmal aus unserer Perspektive. Kann ich nicht irgendwie die Fahrer nochmal wechseln? Wie ging das? Nein. Kann ich nicht Fahrer... Ah, okay. So geht das. Okay, die sind schon da. So kann man irgendwie zurückspulen. Da sehen wir Roglic vor Pogacar und Roglic zappelt sich zum Sieg. So würde Roglic nie jubeln, aber ist ja egal. So, haben wir den Zielsprint nochmal gesehen? Wie gesagt, vernichtende Niederlage für uns war ein bisschen zu erwarten, aber dass es dann auch schon wieder so dramatisch wird, hätte ich nicht gedacht. So, wir sind immerhin noch im Bergtrikot. Das ist schon mal wichtig. So viele Bergetappen gibt es nämlich jetzt nach Alpe d'Huez gar nicht mehr. Bei der diesjährigen Tour de France ja ein merkwürdiges Profil. 4,35 verlieren wir. Wir verlieren 3 Minuten auf Carapaz. Reicht das überhaupt noch fürs Podium? Eieieiei. Also das ist ein enges Höschen. Es sind nur noch 14 Sekunden auf Carapaz. Die hatten natürlich heute auch noch eine gute Tagesform und Vlasov nicht. Das haut dann auch noch ein bisschen mit rein. Sehr, sehr bitterer Tag für uns, aber wir schlagen zurück, wahrscheinlich nicht auf der nächsten Etappe. So, von Bourg d'Oisans geht es dann, wir sehen schon, eher ins Flachland, nach Saint-Étienne. Da müssen wir aufpassen, dass die Fans keine Raketen auf uns schießen. Auf jeden Fall raketenstarke Fußballfans, die da am Start haben. Also, das ist so eine richtig schöne Übergangsetappe, paar kleine Berge sind drin. Ausreißergruppe hat, glaube ich, ganz gute Chancen durchzukommen. Wir versuchen vielleicht mal was Richtung Ausreißergruppe mit einem Fahrer wie Nils Pollitt. Das wäre doch eigentlich optimal, eine typische Nils Pollitt-Etappe, also die 13. Etappe der Tour de France machen wir dann aber in der nächsten Folge. Da versuchen wir die Übergangsetappen zusammenzubekommen. Da sind aber auch ein paar schöne mit dabei nach Foix, 2 Berge der ersten Kategorie. Dann geht es noch nach Peyragudes und nach Hautacam nach oben. Also das sind schon schöne Etappen.
Wie gesagt, unser Gegner Carapaz ums Podium bei der Tour de France und vor allem natürlich auch Sam Bennett. Vielleicht können wir da nochmal irgendwo einen Etappensieg uns ergaunern. Also Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.